Leverkusen muss allen Angestellten öffentlichkeitswirksam ein Bayernverbot erteilen. So ein Quatsch. Du kannst doch keinem Bayern verbieten. Wieso nicht? Das wäre doch mal ein Statement. "50 Spiele ohne Niederlage und kaum jemand spricht über Leverkusen. Bayern hier, Bayern da." Ja, hast du den 19-Jährigen gesehen und sein Startelfdebüt? Genau das meine ich. Ja, oder Harry Kane mit seinen Kindern auf dem Spielfeld. Bla, bla, bla. Es ist doch kein Wunder, dass es nur um Bayern geht. Leverkusen spielt mal eine gute Saison und die sind zufrieden, dass sie in Ruhe arbeiten können. Ey, Leverkusen hat alles, was Bayern gerne hätte. Was denn? Eine hässliche Stadt und ein Image als Plastikclub und Pillendreherverein? Von wegen. Sie haben einen Top-Trainer für die nächste Saison, den perfekten Kader, die Chance aufs Triple, den besten deutschen Spieler. Der beste deutsche Spieler? Toni Kroos. Kleiner Tipp, der spielt bei Real Madrid. Nee, wird's. Aha. Leverkusen hat jetzt eine historische Chance. Die können Bayern auf Jahre richtig wehtun. Dafür müssen sie aber den Spieß umdrehen. Das sind die Bayern. Da kannst du nichts umdrehen. Die holen jetzt Tah und nächste Saison Alonso und Wirtz. Und genau das darf nicht passieren. Die haben doch alle Verträge. Leverkusen muss allen Angestellten öffentlichkeitswirksam ein Bayernverbot erteilen. So ein Quatsch. Du kannst doch keinem Bayern verbieten. Wieso nicht? Das wäre doch mal ein Statement. Es gibt nur Aufruhr und damit genau das, was Leverkusen nicht gebrauchen kann. Doch, sie müssen sogar noch lauter werden, Bayern die Stirn bieten. Wie soll das aussehen? Sie sollten um Bayern-Spieler buhlen. Da passt doch aber das Gehalt gar nicht. Du willst es nicht verstehen. Selbst wenn das nicht passt, ist es ein Statement, wenn sie einfach mal Interesse an Kimmich, Goretzka oder Müller bekunden. Dafür sind Alonso und Rolfes viel zu schlau. Und dann braucht es eine klare Titelansage. Hallo? Schluss mit eurer Vorherrschaft, liebe Bayern. Sag mal, brennt ihr der Helm? Da kriegt selbst Uli Hoeneß am Tegernsee Fracksausen. Oh, seid ihr jetzt durch? Bei euren miesen Argumenten kriege ich auch gleich Fracksausen.